Ja, und weiter geht es mit einem weiteren interessanten Thema, nämlich Freifunk-Know-how. Ich begrüße hier ganz herzlich Arvid, selber schon intensiv, lange aktiv im Freifunk aus Kirchen und auch im Vorstand des Freifunk Rheinland. Und Arvid, du wirst uns heute was ein bisschen über die Gemeinnützigkeit und größere Installationen erzählen. Warum ist das wichtig? Naja, vor ein paar Tagen haben wir nicht nur Weihnachten gefeiert, sondern vor allen Dingen haben die Freifunker gefeiert. Endlich, nach vielen, vielen Jahren, hat Freifunk nämlich flächendeckend Gemeinnützigkeit anerkannt bekommen. Und du wirst uns jetzt mal so ein bisschen was darüber erzählen, was das denn für die einzelnen Vereine eigentlich bedeutet. Und dann so als Sahnehäubchen hinterher gibst du uns noch ein paar interessante Tipps für eine größere Freifunkinstallation. Arvid, herzlich willkommen und die Bühne gehört dir. Ja, einen schönen guten Abend. Danke, Glitzy, für das Intro. Ich wollte heute was mitbringen, und zwar in Sachen Freifunk-Know-how, einfach gesammeltes Wissen aus den letzten Jahren. Ich bin der Arvid, ich komme aus der Community Freifunk Euskirchen. Jüngst haben wir jetzt auch den Freifunk Rheinland so ein bisschen gekapert, machen da relativ viel. Deswegen wollte ich vorab mal so eine kleine, kurze Intro machen. Zum einen zu meinem Vortrag. Da ist jetzt erstmal eine kurze Kurzvorstellung, und dann gibt es das erste große Thema, nämlich Gemeinnützigkeit. Ihr habt es mitbekommen, der Bundesrat hat es jetzt jüngst bestätigt. Ab 1.1. ist es definitiv in der Abgabenordnung drin. Was bedeutet das für Freifunkvereine? Wie kann man das jetzt nutzen? Wie geht es da weiter? So, das Thema ist quasi das erste große Thema. Und dann habe ich noch ein zweites Thema mitgebracht, ein bisschen als Joker, je nachdem, wie lange das erste dauert. Da geht es um Großinstallationen, zum einen zum Thema Förderung, Blitz- und Brandschutz. Ja, genau. Nochmal eine kurze Vorstellung. Also wir in der Eifel haben einen Verein namens Gutsherz Eifel e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein. Schon seit 2016 haben wir damals gegründet. Wir unterstützen primär den Freifunk Euskirchen, haben aber auch so ein bisschen IoT etc. Programme, machen ein bisschen was mit Schulen, haben aber auch einiges an Förderprogrammerfahrung. Also wir haben vier Landesgebäude über das 100-mal-WLAN-Projekt mit der Landesregierung umgesetzt, haben auch, ich konnte es nicht mehr zusammenzählen, das ist bestimmt ein Dutzend größerer Standorte über die Vereinsförderung. Also die in NRW sitzenden Vereine können ja auch von der Staatskanzlei ein Förderbudget abgreifen. Und ja, darüber haben wir auch mindestens ein Dutzend etwas größere Standorte umgesetzt. Und ja, daraus wollte ich so ein bisschen die Erfahrung mitbringen. Ja, meine zweite Funktion heute ist hier als Vertreter des Freifunk Rheinlands e.V. Ich denke, die meisten kennen ihn von euch. Ist ein überregionaler Verein, seit 2011 tätig. Das Hauptprojekt, und dafür ist der Verein eigentlich auch bekannt, ist das Backbone-Projekt mit ja aktuell, ich glaube, es sind 52 angeschlossene Communities, die jetzt so im Dezember 770 Terabyte Traffic mal eben gemacht haben. Wie gesagt, ist ein gemeinnütziger Verein. Das Backbone-Projekt steht auch jedem offen. Jede Community, die sich daran anschließen möchte, die wird gebeten, sich einfach an Backbone-App zu melden. Dann wird darüber gesprochen, wie man Tunnel einrichtet etc. Da haben wir viele fähige Leute, Unterstützer sowieso. Und ja, das Ganze ist zu 100% spendenfinanziert. Deswegen würden wir es natürlich auch gern sehen, wenn da immer mal wieder Spenden reinkommen. Ihr findet dazu alles auf unserer Webseite. Was 2018 noch passiert ist, ist, dass wir über eine Landesförderung die Backbone-Hardware getauscht haben. Das heißt, ihr seht es oben rechts in dem Bild, sind sechs, ich glaube, das sind HP Gen 10 Server, die wir tatsächlich an drei Standorten, einmal Berlin, Düsseldorf und Frankfurt haben. Und die machen quasi das Backbone. Wir haben da viele, wie gesagt, Unterstützer. Findet ihr alles auf unserer Webseite. Ja, dann würde ich mal loslegen mit dem Teil, der wahrscheinlich die meisten interessiert, und zwar die Gemeinnützigkeit. Es war ja bisher so, dass es bundesweit eine unterschiedliche Auslegung gab. Es gab, ich sage jetzt mal, von der bayerischen Provinz, wo man so gut wie gar nicht einen Freifunkverein gemeinnützig bekommen konnte, bis hin zu ja, manchen Orten in NRW, wo es relativ einfach war, gab es das ganze Portfolio. Das war einfach darin begründet, dass es in den Katalogzwecken, zu denen ich gleich noch komme, einfach nichts gab, auf das Freifunk gepasst hat. Das wurde dann immer zugeordnet, entweder zur Bildung, Kultur, bei manchen auch Wissenschaft und Forschung, ist aber ausgelegt worden von jedem Land ein bisschen anders und dann im Zweifel auch nochmal von jedem Sachbearbeiter ein bisschen anders. So, das hat natürlich dazu geführt, dass Neugründungen schwierig waren. Also es war ein Risiko, ob man gemeinnützig wird oder nicht. Und je nachdem kann man dann nochmal seine Satzung ändern oder halt gewisse Projekte gehen nicht. Aber auch für die bestehenden Vereine, und das war auch ein großes,
Damoklesschwert, sage ich mal, war die Rechtsunsicherheit für bestehende Vereine. Weil es ist so, wenn jemand gemeinnützig ist, dann ist auch in der Satzung festgelegt, an wen dieses Vereinsvermögen fällt, wenn man die Gemeinnützigkeit verliert. Und das war so ein Damoklesschwert, das schwebte über allen gemeinnützigen Freifunkvereinen, dass das mal passieren könnte, je nachdem wechselt der Sachbearbeiter, es gibt eine neue Landesverordnung, etc. etc. Genau, dazu gab es jetzt wie gesagt ein Update, das wurde ja schon angeteasert. Diese Katalogzwecke nach § 52 Abgabenordnung, das ist eine lange, aber abschließende Aufzählung von Zwecken, die der Gesetzgeber als gemeinnützig anerkennt. Ihr könnt das selber googeln, findet sich relativ einfach. Was sich nicht so einfach findet, ist dann noch die Auslegungshinweise, die jeweils auf Landes- oder Bundesebene noch existieren können. Da gab es dann auch irgendwann mal den Punkt, da gab es vom Bundesfinanzministerium irgendeine Verordnung oder Anweisung, wie Freifunkvereine zu behandeln wären. Das hat dann auch nochmal viel gemacht. Jetzt mit der Gesetzesinitiative ist es so, dass es einen neuen Abgaben, ja, in dieser Liste, ihr seht das unter Punkt 23, gibt es schon den Amateurfunk. Da wird jetzt Komma des Freifunks eingefügt und damit wird Freifunk eindeutig in dieser Liste aufgeführt. Ja, da gibt es dann zwar immer noch die Möglichkeit, dass Landesverordnung das dann wieder ein bisschen einschränken und so, aber grundsätzlich ist es erstmal drin und es kann einem eigentlich kein Finanzamt mehr das ablehnen, wenn man den Freifunk so betreibt, wie wir ihn eigentlich alle kennen. Also würdest du jetzt als kommerzieller Provider auftreten, dann wäre das nochmal was anderes, da komme ich gleich zu. Aber an sich, das ist ein großer Fortschritt. Da haben viele Freifunker jahrelang dran gearbeitet. Ich weiß von so vielen, die noch Briefe geschrieben haben an Abgeordnete, die teilweise noch Unterschriftenaktionen gestartet haben. Wir waren auch schon 2-3 Mal fast so weit. Dann ist entweder die Koalitionsverhandlung geplatzt, wo es dann auch mit rein sollte, oder der Bundestag hat sich aufgelöst, weil einfach keine Sitzungstage mehr da waren am Ende des, ich glaube, der 18. Bundestagsperiode. Ja, wie auch immer, jetzt ist es drin. Der Bundestag hat es in der 2. Dezemberwoche, glaube ich, beschlossen. Der Bundesrat musste das bestätigen, hat er getan am 18. Dezember. Damit ist es im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020 jetzt eindeutig enthalten und ab dem 01.01.2021 ist die Abgabenordnung so geändert. Wir kommen gleich noch dazu. Genau, die jahrelange politische Arbeit habe ich schon erwähnt, kann ich jetzt überspringen. Wozu will man das haben, Gemeinnützigkeit? Es ist vor allen Dingen, das haben wir hier gemerkt, ein sehr, sehr großer Türöffner. Also es ist immer noch sehr weit verbreitet ein Merkmal von Seriosität, dass man gemeinnützig ist. Nebenbei gibt es halt auch die steuerliche Absetzbarkeit, die in manchen Projekten wichtig ist, in manchen ist sie auch total unwichtig. Wie dem auch sei, man strahlt einfach Seriosität mit der Gemeinnützigkeit aus. Und das öffnet so viele Türen, sei es von, ja, wenn wir mit Gemeinderäten in Kontakt treten, Kirchen, Gemeinden etc. Da ist es immer ein großer Vorteil, sagen zu können, Gemeinnützigkeit. Wir haben es ja hier erlebt, es hat uns viel geholfen. Was du dadurch auch gewinnst, ist halt der Zugang zu großen Spendenplattformen, zum Beispiel Better Place. Da haben ja einige Communities gesammelt. Der Freifunk Rheinland hat da früher auch sehr stark für Projekte oder halt fürs Backbone getrommelt. Und dann gibt es noch so Sachen wie zum Beispiel Mitarbeiterprogramme von Firmen. Es gibt zum Beispiel einen großen Energiebetreiber hier in der Gegend. Der hat auch Auflagen, dass er halt an gemeinnützige Vereine entsprechend spenden muss in gewissen Regionen und so weiter. Und das führt dann dazu, dass man da halt mit reinrutschen kann. Es gibt auch von manchen Banken, gibt es Stiftungen etc. Die sind immer an die Gemeinnützigkeit gebunden. Parallel gibt es Förderprogramme, gerade von den Öffentlichen, die sind in der Regel nicht daran gebunden, aber es kann auch mal sein, dass da eine Gemeinnützigkeit erwartet wird. Genau, es gibt noch einen kleinen anderen Vorteil für alle aus NRW. Und zwar, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, in NRW ist es so, dass das Land eine Unfallversicherung für alle ehrenamtlich Tätigen abgeschlossen hat, wenn keine anderweitige Versicherung greift. Das heißt, jemand hat keine Unfallversicherung, tut eigentlich jetzt nichts Dummes, kommt aber trotzdem zu Schaden. Da gibt es eine Unfallversicherung vom Land, aber halt nur für gemeinnützige Vereine und dann daraus beauftragte Tätigkeiten. Ja, die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden ist, meine ich, so, dass man 20% der Spenden in einem Jahr an einen gemeinnützigen Verein als Sonderausgaben bei der persönlichen Einkommenssteuererklärung geltend machen kann. Das ist auch schon mal eine Hilfe. Bei Unternehmen gibt es dann noch andere Regelungen. Das ist in der Regel jetzt nicht so, dass das, ich sage jetzt mal, übermäßig interessant wäre für jemanden, da jetzt nur zu spenden. Aber es hilft dennoch und ist einfach ein Ausdruck von Seriosität.
Genau, Mitgliedsbeiträge komme ich gleich noch zu. Die sind nämlich auch mit der Gemeinnützigkeit verbunden. Aber das kann auch sein, dass man für Spenden eine steuerliche Absetzbarkeit bekommt, aber für Beiträge nicht. Da komme ich gleich noch mal zu. Genau, Bedingungen. Satzung des Vereins vom Finanzamt geprüft, anerkannt. Das ist wichtig, denn die haben gewisse Anforderungen an so eine Satzung von einem Verein. Die prüfen erstmal rein basierend auf der schriftlichen Satzung und legen das auch Wort für Wort aus. Das heißt, wenn man jetzt einen neuen Verein gründet, dann wäre der erste Schritt, dass man eine Satzung erstellen muss, die dann dem Finanzamt genügt, damit sie einen vorläufigen Bescheid ausstellen würden. So, was macht man? Dafür tritt man am besten direkt mit dem Sachbearbeiter im Finanzamt in Kontakt. Da komme ich gleich noch zu, wie das geht. Muss das aber halt erstmal mit denen abklären, weil sonst passiert es einem einfach, dass man, man trifft sich zur Gründungsversammlung, beschließt eine Satzung und hört hinterher, dieses kleine Wort muss noch anders sein. Also wir hatten es bei uns, wir haben es vorab abgeklärt und dann ging es um so Dinge wie, der Vorstand darf Mitglieder nicht nur aus einem Grund ausschließen, sondern nur aus wichtigem Grunde. Und solche Dinge können dann nochmal vom Finanzamt, wohl auch vom Amtsgericht eingebracht werden. Beim Finanzamt ist es aber üblicher. Genau, die Satzung muss stimmen. Dann muss man aber auch wissen, die Gemeinnützigkeit, das ist etwas, was erst rückwirkend anerkannt wird. Das heißt, man kriegt erstmal einen vorläufigen Bescheid, wenn die Satzung stimmt. Danach wird aber rückwirkend nach der tatsächlichen Geschäftsführung geprüft. Das heißt, für die Jahre 2015, 16, 17 würde man dann 2018 eine Steuererklärung einreichen. Dann prüfen sie die Jahre 15, 16, 17. So, und wenn man die halt nicht bekommt, dann gibt es auch tatsächlich die Keule mit den Rückzahlungen. Weil man dann einfach nicht die steuerliche Begünstigung im rückwirkend erhält und ja, dann schauen muss. Bedingung ist natürlich auch, dass eine ordentliche Buchhaltung da ist. Da gibt es dann noch so ein kleines Detail. Es müssen aber auch Mittel zeitnah verwendet werden. Das heißt, ich glaube, in der Regel sagt man so 1 bis 2 Jahre dürfen Mittel gesammelt werden, dann müssen sie aber verwendet werden. Ist mit ein Grund, warum zum Beispiel Better Place irgendwann die Projekte schließt und die Mittel anderweitig verwendet. Bei Sachspenden, das ist ein Praxisfall, da muss man halt sehr aufpassen, da muss eine angemessene Preisermittlung da sein. Sowas wie bei Server die Listenpreise quittieren oder so, ist eigentlich schon eine Steuerhinterziehung und kann einem Probleme machen. Das heißt, da muss man irgendwie einen realistischen Betrag, wenn es gebrauchte Hardware ist, halt gucken, was ist so der Kurs davon und darf halt nur das quittieren. Genau, das geht jetzt einher mit dem nächsten Punkt, kein Missbrauch der Steuerbegünstigung. Kann man natürlich Schabernack betreiben, wenn denen das auffällt. Da kann eine einzige Kleinigkeit reichen, dann kriegt man die halt nicht attestiert, die Gemeinnützigkeit. Genau, dann hat man regelmäßige Steuererklärungen. Das ist je nach Finanzamt ein bisschen anders. In der Regel ist es bei Vereinen so, dass alle 3 Jahre eine Steuererklärung eingereicht werden muss und dann auch erstmal nur für das letzte Jahr und je nachdem fordern die halt noch mehr an oder nicht. Das ist aber in den Bescheiden ausgeführt. Das heißt, du kannst auch einen Bescheid bekommen, wo das Finanzamt sagt, bitte reicht das jedes Jahr ein. Das kann man dann so mit denen abklären. Was die halt neben den Jahresabschlüssen halt dann haben wollen, also Jahresabschluss ist ganz normal erstmal die finanzielle Auswertung, wie man sie auch für eine Mitgliederversammlung machen würde. Mit dem Steuerberater dann halt noch ein bisschen aufbereitet, dass da Summen rauskommen. Was dann zu aber noch benötigt wird, ist in der Regel ein Tätigkeitsbericht, wo man einfach die Projekte vorstellt. Da würde ich auch sagen, packt da viele schöne Bilder rein, da guckt halt der Sachbearbeiter dann halt drauf, ne? Und tut daran halt auch so ein bisschen, was die Prüfung festmachen. Genau, das How-To, wenn man jetzt einen komplett neuen Verein macht, ich mache es erstmal so, weil der Zustand, dass sich da die Gemeinnützigkeit ändert, ist halt nicht so normal. Aber der normale Zustand, einen neuen Verein gründen, wäre, man muss sich erstmal einen Namen ausdenken. Warum? Weil beim Finanzamt und Amtsgericht sind in der Regel die zuständigen Mitarbeiter danach aufgeteilt, welchen Namen jemand hat. Also wenn ein Unternehmensname oder ein Vereinsname mit, bei uns ist das jetzt R anfängt, dann gibt es da einen Katalog, der einem sagt, so, der Mitarbeiter ist jetzt zuständig. Gibt es eine Durchwahl, dann kann man mit denen sprechen, kann auch E-Mailen. Wir haben, wie gesagt, nur gute Erfahrungen damit gemacht, haben uns dann da ausgetauscht. Das hat dann zwar immer so 2, 3 Wochen gedauert, bis dann irgendwas zurückkam, aber das hat dann am Ende letztlich alles geklappt. Ich würde empfehlen, halt erstmal einen Satzungsentwurf auf Basis von einer Mustersatzung zu erstellen. Mustersatzung tut in der Regel jedes Finanzministerium meines Bundeslandes herausgeben. Daran kann man schon sehen, was da so für grundsätzliche Dinge drinstehen müssen. Die kann man dann anpassen. Ich denke, es ist einfacher, von da aus zu beginnen, als sich komplett von null auf eine Satzung zu schreiben, die dann aber all diesen Kriterien halt standhalten muss. Fangt einfach damit an und passt sie euch dann entsprechend an, gebt das Ganze zum Sachbearbeiter im Finanzamt, bittet halt um Vorabprüfung. Wenn der sagt, alles klar, dann könnt ihr eine MV einberufen,
quasi oder eine Gründungsversammlung im Fall eines neuen Vereins. Und dann könnt ihr das halt so beschließen, dann bringt ihr das zum Amtsgericht, da wird es angetragen, also beziehungsweise ihr bringt das zum Notar, der tut es beim Amtsgericht eintragen. Dann wird es halt erstmal eingetragen, das dauert auch wieder so 2-3 Wochen, dann bekommt ihr Bescheid. Wenn das da ist, dann könnt ihr damit zum Finanzamt gehen und euch da ja einen vorläufigen Bescheid beantragen. Das ist eine Prüfung auf die satzungsgemäßen Bestimmungen. Paragraph 60a, sonst noch was. Ihr werdet das gleich sehen. Mittelfristig würde ich jedem empfehlen, der einen gemeinnützigen Verein halt aufbauen will, sucht euch irgendeine Beratung, das heißt einen Steuerberater oder so, der muss nicht alles machen, aber habt ihn wenigstens in der Hinterhand, wenn Fragen aufkommen. Genau, idealerweise ist es dann so, ihr habt dann den Verein am Laufen, ihr kriegt Spenden rein, ihr macht Dinge, tut alles, macht einen Tätigkeitsbericht, eine Steuererklärung und bekommt dann nach dem ersten oder nach dem dritten Jahr, das muss man auch mit dem Sachbearbeiter halt klären, in der Regel ist es da bei der Gründung das erste Jahr, kriegt ihr dann einen finalen Bescheid. So, wie sieht das aus? Also hier ist erstmal dieser Paragraph 60a, dieser vorläufige Bescheid, der nur bestätigt, dass die Satzung vom Wortlaut her so einer Gemeinnützigkeit nicht entgegensteht, dass das so alles okay wäre. Der ist, wenn man gründet, 3 Jahre gültig. In diesen 3 Jahren wird halt erwartet, dass man dann den finalen Bescheid erhält. Das ist auch in der Regel so, deswegen idealerweise nach einem Jahr direkt eine Steuererklärung einreichen, auch wenn die das nicht fordern, man kann es. Was ihr da auch seht, ist, dass im rechten Bildschirm, auf dem rechten Screen, seht ihr den genauen Zweck aus der Abgabenordnung, wegen dem ihr anerkannt seid. Man kann mehrere beantragen, es ist aber in der Regel nicht so einfach, dass man mehrere bekommt. Also so einen Zweck zur Formulierung, schaut euch mal die ganzen Freifunkvereine an, das ist so ein bisschen eine Krux. In der Regel, die Finanzämter erwarten einen Hauptzweck. Das ist bei den Freifunkvereinen aber in der Regel schwer zu deklarieren und war es zumindest in der Vergangenheit so, und dann ist da noch irgendwo, die Hilfe für nicht so wirtschaftlich starke Personen beteiligt etc. Das sind dann halt gegebenenfalls mehrere Gründe. Ihr könnt es aber sehen, hier in dem Fall ist einfach wegen Förderung von Wissenschaft und Forschung anerkannt worden, was jetzt in dem konkreten Fall so begründet war, dass es schon einen anderen Verein gab mit einem ähnlichen Satzungszweck, der genau das auch so beschieden bekommen hat. Da hat man sich einfach gleich verhalten. War dasselbe Bundesland, hat man sich halt untereinander ausgetauscht. Genau. Was ist, wenn man die Gemeinnützigkeit, also erstmal diesen vorläufigen Bescheid erhält? So, dann hat man auf jeden Fall schärfere Rechenschaftspflicht gegenüber Mitgliedern und Spendern. Die wollen natürlich auch wissen, wofür wird das Geld verwendet. Man ist dann auch auf die Satzungszwecke eingeengt. Das heißt, ein Verein, der nicht gemeinnützig ist, der kann einfach viel mehr machen als jemand, der eine Gemeinnützigkeit mit einem bestimmten Zweck hat. Wenn ihr jetzt einen Freifunkverein gründet, dann darf der halt primär nur Freifunk machen und nicht jetzt nebenbei noch, Sudoku oder so. Ne? Das ist dann sehr klar auf der Satzung festgelegt. Und ja, die Buchhaltung wird auch komplizierter, beziehungsweise man muss sie sich nicht kompliziert machen. Es ist in der Regel nur so eine Vierspaltung in die Bereiche ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Einfach, weil das unterschiedlich besteuert wird. Was kann das sein? Ideeller Bereich, zum Beispiel bei einem Fußballverein wäre jetzt einfach, dass der halt einen Spielbetrieb organisiert und so. Der Zweckbetrieb, das könnte dann sein, dass da eine, ich sag jetzt mal, ja, nebenbei noch irgendwie ein Bratwurstverkauf oder so stattfindet. Je nachdem kann ein Zweckbetrieb auch schnell ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb sein und dann muss man auch gucken, dass der nicht Überhang gewinnt. Denn das Finanzamt erwartet, dass ihr hauptsächlich diesen Satzungszweck nachkommt. Es gibt so Nebenbereiche, die werden dann anders besteuert. Das geht auch. Also man könnte zum Beispiel einen Routerverkauf oder sowas machen, aber das darf halt nicht Überhand nehmen. So, wenn man diesen Bescheid bekommt, diesen vorläufigen, dann gibt es in der Regel auch einen Fragebogen, wo dann auch nochmal diese ganzen Stammdaten, Ansprechpartner etc. drin sind. Und aber auch so Wahloptionen zum Beispiel zur Kleinunternehmerregelung. Das ist eine Regelung, die einem bei der Umsatzsteuer so stellt, dass man die bezahlt, wenn man als Verein etwas einkauft, muss umgekehrt aber keine Umsatzsteuer auf Rechnungen etc. halt addieren und dann dafür jetzt auch nichts abführen. Das ist in der Regel die allereinfachste Variante. Man zahlt zwar die Umsatzsteuer, 19% dann mehr oder jetzt halt aktuell 16, das ist aber viel einfacher. Wenn ihr das nicht wahrnehmt, diese Kleinunternehmerregelung, dann kann es sein, dass ihr zum Beispiel monatlich so Umsatzsteuererklärungen am Anfang machen müsst. Die werden dann irgendwann auf jährlich oder so geändert, aber das ist ein Mehraufwand, das sollte man sich gut überlegen. Wie gesagt, einfach mal Kleinunternehmerregelung googeln oder suchen bei der Suchmaschine eures Vertrauens und ja,
Jahresabschlüsse, wie gesagt, lasst lieber einen Profi ran. Im einfachsten Fall sind das einfach 4 Einnahmenüberschussrechnungen. Die wird jeder Selbstständige von euch kennen. Ist einfach nur eine, ja, untereinander geschriebene Zahlen, Einnahmen, Ausgaben, Strich drunter, Summe. So, das ist der einfachste Fall. Je nachdem, welche Bilanzsummen man so erreicht, kann das auch sein, dass eine doppelte Buchführung etc. nötig wird. Ja, das müsst ihr dann mit einem Experten beraten. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass jeder, der was neu gründet, nicht in diese Höhen kommt. Ja, wichtig ist aber vor allen Dingen, ihr seid jetzt gemeinnützig und das solltet ihr nutzen. Ihr solltet das erstmal allen, die ihr schon so als Partner habt, mitteilen. Ihr solltet halt auch vielleicht versuchen, was in die Zeitung zu setzen. Einfach um da auch diesen, ja, diesen Benefit zu erreichen, diesen Türöffner-Effekt. Wenn man das reinschreibt, erfahrungsgemäß kommen dann auch nochmal mehr auf einen zu. Man hat einfach viel mehr Möglichkeiten da, die man haben kann. Genau, jetzt hättet ihr theoretisch einen, ja, quasi ihr habt nach dem ersten Jahr einfach einen Jahresabschluss erstellt, habt das über einen Steuerberater eingereicht, das ist alles okay, vielleicht kommen da hier und da nochmal Nachfragen, was war mit dem Projekt oder so, was wurde da gemacht. Dann bekommt ihr letztlich aber einen relativ nüchtern aussehenden Freistellungsbescheid. Ich habe hier mal als Demo einfach einen etwas älteren jetzt mit reingenommen, der halt wie gesagt für die Jahre 2012 bis 2014 das bescheinigt und der hat ein Datum vom 11. September 2018, wenn ich das richtig sehe, nee, 2015, wäre dann also bis September 2020 gültig. Außer es kommt ein neuer Bescheid, der das halt überschreibt. Genau, Zeitaufwand und Kosten bei einer Gründung sind marginal. Die Kosten dafür sind irgendwo so, ich würde sagen, so 150 Euro kann man mit rechnen, was aber dann nicht heißt, dass man für einen so weiter betrieben bekommt. Das heißt, später mit Steuerberater etc. sollte man schon im Jahr ein paar hundert Euro für sowas rechnen. Also ein Jahresabschluss, je nachdem, ob der Buchhaltung machen muss oder nicht, kann halt auch schon mal 500 Euro kosten. Ja. Zeitaufwand bei uns waren 35 Stunden, circa 20 Stunden davon waren nur für die Satzungsausarbeitung und Recherche, weil die uns halt einfach auch wichtig war. Das heißt, wer da nicht so viel investieren will, irgendwas Bestehendes nehmen kann, kann da auch sich ein bisschen die Zeit sparen. Aber ich würde mal sagen, wer die 35 Stunden nicht hat, der hat auch letzten Endes nicht die Zeit, um den Verein auf Dauer am Leben zu halten. Das Ganze ist auch ja mit etwas Latenz verbunden. Wie gesagt, man wartet immer mal wieder 2-3 Wochen und dann kommt vielleicht eine minimale Änderung. Dann reicht man es ein und dann wartet man halt auch nochmal 2-3 Wochen. Im Worst Case habt ihr nicht auf die Sachbearbeiter gewartet, bis sie das freigegeben haben, habt schon eine Versammlung eingeladen oder so. Es kommt einfach nichts bis dahin. Ihr beschließt das, bringt es zum Notar und dann kommt halt noch ein Änderungswunsch. Dann dürft ihr das Ganze halt nochmal machen und das ist schon so vielen passiert. Deswegen würde ich einfach sagen, wartet's ab. Genau, Vereinsgründung würde ich sagen, also wer das in 4 Monaten schafft, der ist sportlich dran, eher 6 Monate. Mit halt einfach auch mal mit den Leuten erstmal ein Gründungstreffen oder vor der Gründungstreffen halt schon Dinge so besprechen. Man braucht mindestens 7 Leute. Ich denke, das kennt ihr. Da will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Ja, hat dann halt ein entsprechendes Protokoll von der Gründungsversammlung etc. Genau. Ich gehe jetzt noch mal kurz ein auf den aktuellen Zustand. Aktuell gibt es ja schon bestehende Vereine, die nicht gemeinnützig sind. Ich würde erwarten, aber das konnte uns unsere Steuerberaterin auch noch nicht genau sagen, dass bei Vereinen, die es schon gibt, die nicht gemeinnützig sind, genau dieses Prozedere eigentlich auch erfolgen muss. Man muss halt mit der aktuellen Satzung oder halt einen neuen Satzungsentwurf, man kann ja eine Novelle machen, muss man an einen Sachbearbeiter rantreten, der wird das dann prüfen vorab, wird einem das Go geben, dann muss man seine Satzung entsprechend ändern. Und wenn man die geändert hat, denke ich, kann man dann genau den gleichen nach § 60a Feststellung der satzungsgemäßen Bestimmung einen Antrag stellen und kriegt halt den Bescheid. Und dann halt auch erst, nachdem dann wieder ein Jahr vergangen ist, den letztendlichen Feststellungsbescheid. Genau. Ich habe noch ein Bonuslevel für euch, und zwar, wenn ihr eh an der Satzung dran seid. Es gibt so viele Dinge, die man da machen sollte und man bereut es, wenn man sie nicht macht. Also erstmal, wie gesagt, fangt an mit einer Mustersatzung. In NRW habe ich die jetzt mal beispielsweise verlinkt, da wird es auch andere geben. Nehmt halt das aus eurem Bundesland. Was wir drin haben, was man sich bei uns angucken kann, ist eine dynamische Vorstandsgröße. Wir wissen nicht, ob wir auf Dauer 3 oder 5 Vorstände halt stellen können. Deswegen haben wir gesagt, das wird vor jeder Wahl einfach entschieden. Das geht, kann man sich angucken. Und man muss auch zum Beispiel keine festen Ämter definieren, weil wenn man die definiert, ich sage jetzt mal Schatzmeister, weiß ich nicht, Pressewart etc., dann müssen die halt auch gewählt werden. Wenn die nicht gewählt werden, dann hat man irgendwann ein Problem. Deswegen, ihr könnt einfach ja normale Vorstände wählen und die können sich das dann halt auch in einer Vorstandsgeschäftsordnung selber aufteilen. Einfach auch, damit die Haftung da ein bisschen begrenzt wird.
Ihr solltet euch nach außen hin unbedingt einzelvertretungsberechtigt machen, sonst könnt ihr nichts. Fängt schon an beim Bankkonto eröffnen. Wenn da nicht drinsteht, ihr seid einzelvertretungsberechtigt, dann müssen halt alle da antanzen. Genauso, wenn mal irgendwann was ist mit dem Konto, macht's einfach. Ihr könnt nach innen hin die Haftung begrenzen, wenn ihr euch da irgendwo ein Limit setzen wollt. Zum Beispiel ist es beim Rheinland so, dass nach intern ein Vorstand allein entscheidungsberechtigt ist bis 500 Euro. Und darüber hinaus ist dann ein entsprechendes Quorum oder halt eine Einstimmigkeit festgesetzt. Das ist eine Haftung nach innen. Nach außen kann jeder Vorstand über beliebig große Beträge verfügen. Würde er das halt ausnutzen, dann hast du halt nach innen so eine, ja, quasi eine Haftungsklausel, dass derjenige halt seine Kompetenzen überschritten hat und nicht der Gesamtvorstand, der halt ansonsten haftet für diese Geschichten, dann haftet. Genau, der Zweck des Vereins ist wirklich sehr entscheidend. Lasst euch da Zeit, den genau zu definieren. Da gab es schon kreative Formulierungen. Ich bin jetzt mal gespannt mit dem neuen Katalogzweck, was da jetzt in die Satzungen kommt. Nehmt auch Online-MVs und Vorstandssitzungen auf. Ich denke mal, die Corona-Ergänzungen, die jetzt aktuell gelten, die werden nicht lange gelten. Irgendwann wird man das in der Satzung haben müssen oder man darf es nicht. So, ich glaube, nach dem aktuellen Zustand laufen die sogar zum Ende des Jahres aus. Dann, was ich empfohlen habe, ist, gültige E-Mail-Adressen einzufordern. Sonst habt ihr halt das Problem, irgendwann E-Mail-Adressen funktionieren nicht mehr. Theoretisch müsstet ihr dann für jede MV, die ihr einladet, auch Briefe rausschicken an die Postadresse. Und dann hat's, ja, wir haben es im Rheinland gesehen, irgendwann geht auch die Postadresse nicht mehr, dann kommt das halt zurück. Dann stehst du aber erstmal da und musst halt gucken, wie du da die Mitgliedsdatenbank bereinigst. Entweder du findest halt noch einen Kontakt oder du musst halt irgendwann zu dem Mittel greifen, das Mitglied ist nicht mehr erreichbar, wir müssen jetzt einen Beschluss als Vorstand treffen, dieses Mitglied ausscheiden zu lassen. Genau. Es gibt immer mal wieder so Leute, die sagen, wenn man sich in die Satzung reinschreibt, der Vorstand darf redaktionelle Änderungen an dieser Satzung machen, wenn von einer Genehmigungsbehörde etc. benötigt, dass man damit auch inhaltliche Änderungen machen kann. Stimmt nicht. Das hatten wir jetzt auch bei uns drinstehen. Uns ist immer gesagt worden, ach übrigens, dieser Klausus greift nicht. Dann muss man halt im Zweifel nochmal einen MV wiederholen, weil da irgendwo ein, zwei Wörter falsch waren. Je nachdem, wie man drauf ist, schadet das auch nicht, aber man kann es vermeiden. Genau, ich komme zum Fazit vom ersten Teil. Überlegt euch, welche Kosten und Benefit das für euch hat. Es hat, glaube ich, keine Zeitnot, da jetzt akut was zu machen. Gründet vor allen Dingen nichts, was ihr nicht auf Dauer betrieben bekommt. Also wenn ihr jetzt zwei, drei Leute seid, dann ist das vermutlich zu wenig, um so einen Verein auf Dauer mit dem Vorstand stellen zu können, dann auch die Jahresabschlüsse zu machen etc. Da sollte man einfach Synergien nutzen, sich mal mit anderen Communities unterhalten, was haben die vor. Ja, es gibt auch bei den bestehenden Konstrukten halt die Frage, ist alles, was da bisher gelaufen ist, auch in dem neuen Konstrukt möglich? Das muss man sich halt überlegen. Ja, und dann gibt es noch einen Tipp quasi aus dem Rheinland. Sucht euch auch Unterstützer, die halt euer Vorhaben und nicht die Quittung gut finden. Im Rheinland gab es so viele, die haben das einfach unterstützt, das Backbone aufzubauen, ohne je nach einer Quittung zu fragen. Manche davon kriegen heute eine Quittung, manche immer noch nicht. Die unterstützen das halt einfach, weil sie es gut finden. Und das sind auch die Leute, mit denen ihr wirklich was bewegen könnt. Also es gab auch schon Angebote, die mussten halt abgelehnt werden, weil dann einfach zu hohe Sachspendenbescheinigungen erwartet wurden oder nicht. Also ja, ihr tut euch da einfach einen Gefallen mit, wenn ihr nicht zu sehr damit werbt, ihr könnt Quittungen ausstellen, sondern halt das nebenbei erwähnt. Genau, wie gesagt, Bestandsvereine, das ist eine unklare Lage, die gab es so noch nicht. Müsste man jetzt einfach wirklich mal mit dem Sachbearbeiter in Kontakt treten. Alle Vereine müssten ja schon gemeldet sein. Dann einfach den Prozess absprechen, vielleicht auch mit dem eigenen Steuerberater. Und ja, ich denke, wie gesagt, das ist ähnlich zur Gründung. Deswegen habe ich jetzt auch diese Themen so wiederholt. Ich müsste jetzt mal gerade gucken, weil ich denke, jetzt wäre der zweite Teil. Ich mache gerade mal mein Audio auf, damit ich die Regie höre. Wir sind jetzt eine halbe Stunde durch. Ich würde vorschlagen, das an der Stelle halt zu belassen und den Großinstallationsteil erstmal nicht zu machen. Vielen Dank, Arvid. Ich glaube, die Informationen, die du uns hier gegeben hast, die waren so gut, so klar verständlich, so umfangreich, dass es eine kleine Frage gibt. Und die lautet, man braucht keinen Schatzmeister. Ich dachte immer, man muss mindestens einen Vorsitzenden und einen Schatzmeister haben. Ja, nee, also tatsächlich nicht. Das haben wir auch nicht. Es muss jemand die Aufgabe übernehmen. Das ist im Zweifel der Gesamtvorstand. Es bietet sich halt an, jemanden dediziert mit dieser Aufgabe zu betreuen. Bei uns läuft das dann so, wir sind drei gleichberechtigte Vorstände und haben uns intern dann aufgeteilt, wer macht diese Aufgabe.
Also es gibt aus meiner Sicht, es kann in manchen Ländern, da müssen wir jetzt aufpassen, weil das sind auch so Bundesländer verschiedene Geschichten. Wenn da irgendwo drin steht, das muss aber so sein, dann macht's halt. Aber wenn ihr es nicht müsst, dann probiert's so, ne? Tja, wunderbar. Ich sage erstmal vielen Dank. Wir haben noch Zeit und ich glaube, es werden schon viele Leute auch da draußen hier im Saal ein bisschen neugierig, was du uns noch zu den Großinstallationen zu erzählen hast. Also leg gerne los. Alles klar, dann schieße ich da noch hinterher. Genau, jetzt will ich Slide gerade nicht. Moment, den Fokus. So, ja, Großinstallation, warum habe ich das mitgebracht? Einfach auch, weil wir jahrelange Erfahrung mit den verschiedensten Themen haben und da auch einfach auch schon vieles falsch gemacht haben und hoffen, anderen Fehler ansparen zu können. Großinstallation, was bezeichnen wir darunter? Also wir haben jetzt erstmal alles, was so irgendwie ein öffentliches Gebäude ist, was irgendwie mit Richtfunkstrecken von hier nach da geht, alles, was jetzt über dieses, wir klettern mal auf ein Privathaus und nutzen den alten terrestrischen Antennenmast, hinausgeht. Da sind Kirchen mit dabei, da sind aber auch öffentliche Gebäude, Flüchtlingsunterkünfte, teilweise Landesgebäude. Ja, da haben wir einfach die Erfahrung gemacht. Eigentlich bei all diesen Projekten, es gibt immer eine Besichtigung und da macht bitte extrem viele Fotos, wenn ihr da was plant oder euch vorstellen könnt, da irgendwann mal was zu planen. Gebäudepläne helfen enorm. Zum Beispiel gibt es überall die ausgehangenen Flucht- und Rettungspläne. Die haben immer einen Grundriss dabei. Der hilft enorm, wenn man später nicht mehr sicher ist, war das jetzt Stock 1, Stock 2. Macht euch da ein Foto von, dann habt ihr das. Genau, wenn ihr später dann zu einer Umsetzung kommt, dann hat sich bei uns empfohlen, die Sachen nicht erst vor Ort zu konfigurieren, sondern wirklich vorab am Küchentisch einfach alles mit Patchkabeln direkt miteinander verbunden. Wenn noch irgendwo der Wurm drin ist, ist es einfach zu finden. Wenn ihr es aufgebaut habt, dann ist es im Zweifel viel Lauferei und nicht so einfach zu finden. Mehrere Termine, irgendwann braucht man Hausmeister, die einen irgendwo reinlassen, etc. Ja, deswegen nützliche Tools unsererseits. Also einmal Kamera, dann Laserdistanzmesser hat sich empfohlen, wenn man irgendwie Kabellängen abschätzen will. Eine Drohne hilft auch enorm, um an Stellen zu kommen, wo man jetzt noch nicht hinklettern will. Einfach auch mal so eine Dachperspektive bekommen, etc. Ein Küchentisch, das würde ich so empfehlen. Genau, dann gibt es eigentlich zwei wesentliche Dimensionen, die da dazukommen, die man so im privaten Bereich eher nicht hat. Das eine ist der Brandschutz, das andere ist der Blitzschutz. Ich fange erstmal mit dem Brandschutz an. Das ist keine, ja, ich sag jetzt mal, ich bin kein Elektriker etc., das sind einfach angesammelte Erfahrungen. Ihr könnt euch im Zweifel auch nicht drauf verlassen, holt euch selber eure Fachleute da dran, aber man kann schon mal Dinge nicht so planen, wie sie halt gar nicht gehen, ne? Genau, der Brandschutz, der betrifft eigentlich alle größeren oder öffentlichen oder so als Sonderbauten definierten Gebäude. Das ist je nach Landesordnung auch wieder unterschiedlich. Kann man sich jetzt sowas drunter verstehen? Ja, ein Versammlungszentrum etc., das ist sicherlich ein Sonderbaut, ein eingestuftes Gebäude und da sind dann halt hohe Anforderungen an den Brandschutz. Der Brandschutz definiert im Grunde für uns praktisch gesehen, was darf wohin und was für Material benötigt ist. Es gibt dann natürlich so Sachen wie Fluchtkonzept etc., das betrifft uns aber nicht so sehr, außer dass wir halt in Fluchtwegen halt fast nichts installieren dürfen, kommen wir gleich zu. Genau, wenn ihr eine Besichtigung habt, achtet mal ein bisschen drauf. Wenn man ein Auge dafür hat, dann sieht man das auch irgendwann. Es gibt Brandschutzwände, Brandschutzschotte, die tun ein größeres Gebäude in kleiner, besser kontrollierbare für die Feuerwehr, ja, besser kontrollierbare Segmente unterteilen. Diese Brandschutzwände sind zum Beispiel in langgegangenen Fluren irgendwann mal mittendrin eingezogen. Wenn man darauf achtet, merkt man irgendwann so, das ist eine Brandschutzwand. Warum sage ich das? Weil bei Brandschutzwänden ist jede Kabeldurchführung nur möglich, wenn man da einen Schott dran macht. Diese Schotte, die können nur von Fachfirmen erstellt werden. Da ist dann auch immer so ein kleines Plakettchen daneben. Wenn du 7 verschiedene Handwerker hast, die haben alle einen Schott gemacht, dann sind da 7 Plaketten von jedem Handwerker sein, quasi seine Fachfirma bestätigt dann, das ist ein ordentlich gebautes Brandschutzschott. Ist auch wichtig, weil wenn es mal zu einem Brand kommt, das sind sehr heiße Gase, das ist im Zweifel auch Überdruck, das sucht sich seinen Weg. Und ja, ihr wollt nicht am Ende dann das Loch gebohrt haben, über das dann Rauch etc. in Bereiche gelangen ist, in die es nicht hätte gelangen dürfen. Das führt auch dazu, dass Verkabelungen in der Regel irgendwo, ich sag jetzt mal, eingebaut sind. Das sind dann entweder Kabeltrassen, die dann noch mit so einem mit so einer Einhausung versehen werden, die dann einen gewissen Brandschutz darstellt. Das ist in der Rohbauphase alles noch wirtschaftlich, da Kabel zu verlegen. Später eigentlich so gut wie nicht mehr änderbar. Also wenn man da einmal was drin liegen hat, das Ding ist zu, dann kann man sich einen Kostenvoranschlag machen lassen und danach lässt man es sein.
Deswegen, wenn ihr irgendwo Gebäude habt, die gerade in der Rohbauphase sind, es gab ja zum Beispiel mal viele Gebäude, die dann irgendwie saniert wurden, als die Flüchtlingswelle war, da kann man halt sehr gut noch Dinge machen. Sprecht mit den Architekten, Planern der Stadt, eventuell könnt ihr auch von der Feuerwehrexperten dazu holen. Die Feuerwehr wird sowieso involviert sein bei Gebäuden, wenn die halt einmal eröffnet werden, dann müssen die sowieso eine Abnahme machen. Und die haben auch regelmäßig Brandschutzschauten in den öffentlichen Gebäuden. Das ist mal jährlich, mal ist es ein bisschen weniger. Aber die sind halt in den Gebäuden, gucken sich an und sagen im Zweifel auch so, das hätte dann nie hingedurft und das muss raus. Wollt ihr alles nicht, deswegen macht euch vorher damit vertraut. Was ich jetzt hier mal mitgebracht habe, ist ein Beispiel aus einer Flüchtlingsunterkunft. Hier sieht man in so einem langen Flur eine eingezogene Brandschutzwand. Die hat auch eine Brandschutztür. So, erster Fehler ist, dass die Brandschutztür halt offen steht. Eigentlich müsste die selbstschließend sein. Ist jetzt hier so, ne? Dann gibt es da aber auch noch so Sachen wie die Fluchtwege müssen halt eigentlich frei sein. Ist jetzt nur so eine Nebenbemerkung, betrifft aber auch, wenn wir irgendwie Sachen da in den Flur packen würden. Das sind einfach aus der Sicht der Feuerwehr unnötige Brandlasten, die wollen die da nicht. Was ich lange nicht wusste, ist, dass abgehangene Decken können eine Brandschutzfunktion haben. Da gibt es mit und ohne. Und das kann im Zweifel dann zum Beispiel hier so sein, dass der Bereich unter der Decke ist ein eigener Brandabschnitt und der Bereich darüber ist ein eigener Brandabschnitt. Das macht es zum Beispiel wieder leichter, oben auch Kabel verlegen zu können. Das ist aber schwer zu erkennen. Ich kann es auch bis heute nicht sagen, ob es bei dem Gebäude so ist. Ich bin froh, dass ich halt in einer Kabeltrasse da Kabel legen durfte. Die ist dann entsprechend eingehaust worden von einer Fachfirma etc. Es ist einfach später schwer noch was da einzubauen. Genau, also könnt ihr euch entsprechend dann mit Architekten etc. halt da schlau machen, beziehungsweise in der Stadt gibt es eigentlich auch immer einen, der das Gebäude sehr gut kennt, der weiß, was geht und was nicht. Es gibt natürlich auch viele Gebäude, da wird eh schon auf manche Dinge nicht so viel Rücksicht genommen. Da würde ich davon tunlichst abraten, da andere Dinge zu machen, weil da ist halt auch eine Haftung mit dabei. Also es gibt zum einen im Strafgesetzbuch, aber halt auch zivilrechtlich gibt es sowas namens Baugefährdung. Wenn du jetzt derjenige bist, der da irgendwie eine Brandschutzwand durchlöchert hat und deswegen kommt jemand zu Schaden, dann kann da halt am Ende ein Strafverfahren draus werden. Da kannst du dann auch von der Gebäudeversicherung für Schäden haftbar gemacht werden. Macht das nicht. Also wenn ihr durch eine Brandschutzwand müsst, dann ganz klar, ihr braucht irgendwie eine Firma, die das macht, einen Elektriker etc., jemand, der die Qualifikation dafür hat. Und dann wird das halt Ganze auch ein bisschen teurer, aber das geht ja in der Regel auch dafür, eine Lösung zu finden. Dann macht halt die Stadt das oder etc. Genau, hier seht ihr halt so einen Shot. Das ist jetzt hier zwar nur von unten aufgenommen, aber ihr seht da rechts deutlich diese Plakette daneben, die sagt genau, wann das Ding eingerichtet worden ist, mit welcher Technik etc. Da ist auch zum Beispiel oben, sieht man an der Metall, am Metalldach, da sind auch die Sachen dicht gemacht. Das heißt, dieser Raum ist eigentlich gedacht als hermetisch dichter Raum. So, da dürfte eigentlich nirgendwo ein Kabel durch eine Bohrung etc. rausgehen. Ich will nicht sagen, in der Praxis sieht man das anders, aber man sollte da nichts legen, außer durch dieses Brandschutzschott, dann mit einer Fachfirma wieder verschlossen. Das ist auch, ich glaube, das kostet so 50 bis 100 Euro, je nachdem, wie viel die halt machen müssen. Das ist auch noch tragbar, aber es muss halt eine zugelassene Firma sein. Dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, der für uns aber auch relevant ist, Kabel. Da gibt es zum einen die Dimension, okay, PoE. Gibt es ja jetzt mittlerweile verschiedene Klassen. Es gibt mittlerweile PoE++ oder auch 802.3bt genannt. Da gehen halt 90 Watt drüber. So, und da Twisted-Pair-Kabel nicht für Stromübertragung ausgelegt sind, ja, hat das gewisse Anforderungen an das Kabel. Im Zweifel ist es in der Regel der Durchmesser der Adern. Das wird mit dem American Wire Gauge angegeben. Hier ist es so, umso kleiner die Zahl, desto größer der Durchmesser. Das heißt, AWG 22 ist ein dickerer Aderdurchmesser als AWG 23. So ein Standard, ich sage jetzt mal Cat7-Verlegekabel, was ihr kennt, hat AWG 23. Ein Standard-Patch-Kabel wiederum hat AWG 26. Ich habe es jetzt hier nicht mit aufgenommen, aber ihr müsst euch vorstellen, mit jeder dieser AWG-Stufen ist es auch so, dass sich die Verlustwärme, beziehungsweise ja einfach Verlustleistung, die dann in Wärme übergeht, die verdoppelt sich. Das heißt, auf AWG 22 hat man auf einer Kabelstrecke von 50 Metern vielleicht 1 Watt Verlust, hat man AWG 23, sind schon 2. So, das kann so weit gehen, dass die Kabel da überlastet werden, dass die im Dauereinsatz nicht dafür ausgelegt sind, solche hohen Lasten zu tragen. Deswegen würde ich PoE++ per se nur auf neu verlegten, durchgängig von einem selbst verlegten AWG 22 Kabeln legen. Ich würde da nichts anderes verwenden. AWG 23 kann man sich noch drauf einlassen, aber auf keinen Fall was anderes.
Es gibt darüber hinaus eine Euro-Klassifizierung von Kabeln, die in der Regel dann beschreibt, welche Materialien wurden verwendet, vom Mantel etc. Und da gibt es Klassen von B2CA über CCA, DCA bis ECA. B2CA ist das Beste, was es so gibt auf dem Markt. Das sind dann auch sogenannte Brandschutzkabel, werden die mittlerweile vermarktet. Die sollen jetzt auch teilweise in Fluchtwegen erlaubt sein, sind aber ja trotzdem eigentlich da unerwünscht seitens der Feuerwehren. Arvid, ich habe noch eine Frage reingekommen und wir haben noch 3 Minuten. Alles klar. Ich mache eine Minute kurz zu Ende und dann sind wir auch durch. Okay. Genau. Also außerhalb von Privatgebäuden nie unter DCA kaufen. Es gibt Lagerbestände von Cat7-Kabeln, die sind ECA, die wollt ihr nicht in Nicht-Privatgebäuden verlegen. Es kostet auch nicht so viel. Also wenn man sich zum Beispiel AWG 22 B2CA-Kabel raussucht, dann kostet das 1 Euro den Meter. Das ist jetzt nicht so viel. Warnen möchte ich auch noch von den amerikanischen Anbietern, die teilweise Kabel anbieten. Da gibt es einfach keine Euro-Klasse. Im Zweifel sind die Dinger nicht zugelassen. Warum gibt es die? Weil im Außenbereich wäre das ja absolut okay, die zu verlegen. Im Innenbereich aber halt wahrscheinlich nicht. Deswegen passt auf bei den amerikanischen Anbietern und alles, was im Außenbereich vorgesehen ist, ist eigentlich von den Materialien auch nicht für den Innenbereich oder Brandschutz geeignet. Damit würde ich den Bereich schließen. Ich packe alle Slides sowieso ins GitHub, da kann man sich noch mehr angucken. Gut, dann haben wir noch eine schnelle Frage, die du wahrscheinlich so flockig aus dem Handgelenk beantworten kannst. Wie läuft die Kostenaufteilung in der Regel ab? Habt ihr schon schlechte Erfahrungen gemacht? Das heißt, dass es gerade wegen Brandschutz zu Kostendiskussionen kam und möglicherweise Projekte auf der Kippe standen. Ja, also bei uns ist es halt so, dass wir die Projekte in der Regel komplett mehr oder weniger eigenfinanziert hinbekommen, entweder über eine Förderung oder es gibt halt schon einen Gebäudebesitzer, der sagt, er macht das. Das ist dann in der Regel eine Partei. Es gibt Sachen, da sagt man sich einfach, das lohnt nicht. Also wie gesagt, wenn ich jetzt an diese Unterkunft denke, wenn man da nochmal Kabel austauschen wollen würde, dann bist du im fünfstelligen Bereich mit unklarem Vorteil. Das würde so weder die Stadt bezahlen, noch würden wir dafür jetzt eine Förderung beantragen oder so. Das macht es teuer, wie gesagt, also in Bestandsbauten muss man sich was überlegen, aber wie gesagt, sprecht auch mal mit der Feuerwehr, weil im Zweifel, ich hatte auch schon mal den Tipp, okay, man könnte da auch überlegen, ob man vom Erdgeschoss bis ins zweite OG halt aus der Außenseite ein Kabel legt und dann halt da was am Fenster macht, das ginge auch, muss man da halt gucken, dass man nicht mit dem Blitzschutz in Konflikt kommt. Also nett, im Vorfeld überlegen, mit den Profis sprechen und erst dann machen. Genau, also die sind alle Menschen, man kann mit denen sprechen, glaubt's mir, hat sich bewährt. Wunderbar, damit sind wir am Ende der Zeit angelangt. Lieber Arvid, vielen Dank. Es waren tolle Informationen, zwei super spannende Themen. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche dir noch einen schönen Abend und noch einen tollen RC3. Danke dir. Ich bedanke mich bei euch.